Hallo, schön, dass du dabei bist. Jetzt haben wir schon einiges zu Variablen gehört. Zeit, einige Beispiele zu lösen. Wie dieses hier. Ein örtliches Krankenhaus veranstaltet eine Tombola, um Spenden zu sammeln. Die individuellen Kosten der Teilnahme sind durch den Ausdruck 5T plus 3 oder 5 mal T plus 3 gegeben. T stellt aber die Anzahl der gekauften Tombola-Lose dar. Berechne den Ausdruck für T ist gleich 1, T ist gleich 8 und T ist gleich 10. Kannst du so ein Beispiel jetzt am besten lösen? Am besten du startest hier mit der Überlegung, dass das eigentlich drei kleine Beispiele sind, denn hier musst du für die Variable t dreimal unterschiedliche Werte einsetzen und ausrechnen. Beginnen wir gleich mit dem ersten, für t ist gleich 1. Wie sieht das aus? Also wenn wir das in diesen Ausdruck hier einsetzen, 5 mal und für jedes t jetzt ein 1 eingesetzt, dann sieht das so aus, also dieser Ausdruck. Hier kommen noch 3 dazu, also plus 3 ergibt wie viel? Und das ist super einfach auszurechnen. Du weißt, Punktrechnungen kommen vor Strichrechnungen, also zuerst multiplizieren, 5 mal 1 ergibt 5, die 3 dazu gezählt ergibt 8. Also das Beispiel hier ist jetzt super einfach zu lösen. Viel wichtiger ist es, sich jetzt zu überlegen, was hier die einzelnen Teile dieses Ausdrucks bedeuten und was dieses T bedeutet. Denken wir uns das noch einmal durch. Dieser Ausdruck hier oben besteht ja aus zwei Teilen, aus diesen 5 mal T und dann noch ein anderer Teil, diese plus 3. Schauen wir uns an, für was das eigentlich steht. Naja, diese T, das wissen wir. Dieses T steht für die Anzahl der Lose, die jemand kauft. Das ist die Variable, die wird von Person zu Person unterschiedlich sein. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt an der Tombola teilnehme, dann kann ich mir entweder nur ein Los kaufen, ich kann mir hier 8 Lose kaufen, ich kann mir 10 Lose kaufen, ich kann mir aber auch 100 Lose kaufen, je nachdem, wie viele Lose auch insgesamt verfügbar sind und wie viele ich an dem Tag kaufen möchte. Also das ist das T, das schreibe ich jetzt nicht noch einmal an, dass das die Anzahl der gekauften Lose pro Person sind. Diese 5 hier, was könnte das sein? Diese 5 sind in dem Fall die Kosten pro Los. Also zum Beispiel 5 Euro und ich schreibe das hier gleich dazu. Kosten pro Los. Und damit ist eigentlich ganz klar, je mehr Lose du kaufst, desto mehr gibst du insgesamt, desto höher sind insgesamt deine Kosten für alle Lose zusammen. Wenn du hier nur ein Los kaufst, das haben wir uns hier gerade ausgerechnet, dann zahlst du hier zum Beispiel nur 5 Euro und es kommen noch 3 dann dazu, wir kommen gleich zu dem, zahlst du insgesamt 8 Euro, aber wenn du mehr Lose kaufst, dann steigen diese Kosten hier. Schauen wir uns jetzt noch diesen zweiten Teil dieses Ausdrucks an, dieser plus 3, was könnte das sein? Diese plus 3, also wir können uns nicht sicher sein, weil aus der Angabe geht das nicht hervor, aber wir könnten uns das so vorstellen, wie zum Beispiel eine einmalige Teilnahmegebühr, um an dieser Tombola teilzunehmen. Oder, das finde ich auch ganz nett, zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, diese Lose werden dann in ein nettes Kuvert verpackt und der Unkostenbeitrag für dieses Kuvert beträgt eben 3 Euro. Und egal wie viele Lose du kaufst, die werden dann einfach in dieses nette Kuvert gesteckt und hier nochmal 3 Euro dazugerechnet. Und das ergibt dann alles in allem, so alles in allem, das steht auch in der Angabe, die individuellen Kosten der Teilnahme. Ich schreibe hier nur mehr Kosten dazu. Also das sind die Kosten, die eine Person hat, um an dieser Tombola teilzunehmen und deswegen individuelle Kosten, denn die Kosten hängen davon ab, wie viel Lose diese Person kauft. Und ja, jetzt wo wir uns das durchgedacht haben, können wir auch ganz beruhigt hier an den zweiten Ausdruck gehen und uns diesen ausrechnen. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Für jedes T einfach eine 8 eingesetzt und jetzt wissen wir auch, für was diese einzelnen Ausdruckbestandteile stehen. Hier noch die plus 3 dazugezählt, ergibt wie viel? 5 mal 8, also zuerst hier wieder multiplizieren, ergibt 40. So, 40. Und plus 3, also wieder zum Beispiel die Kosten für diesen Umschlag. Was ergibt das insgesamt? 43 Euro. Und so wie ich es dir vorhin angedeutet habe, wenn jetzt hier jemand 8 Lose kauft, dann ist er schon plötzlich auf Gesamtkosten, also rein für die Lose,
schon bei, also von 40 Euro und dann kommen noch die 3 dazu. Und wenn sich jetzt jemand nur ein Los kauft, das haben wir uns vorher aus angesehen, dann zahlt er nur 5 Euro rein für die Lose, jetzt ohne diesen 3 Euro. Und diese Entwicklung geht dann entsprechend weiter. Hier, welche Farbe nehme ich da noch? So, hier für 10 zum Beispiel. Entsprechenden Ausdruck eingesetzt. So, 5 mal 10 und die 3 noch dazugezählt ergibt wie viel? Also fassen wir das jetzt kurz noch in Worte zusammen. Ein Los kostet 5 Euro, ich kaufe mir 10 Lose, werde auch noch 3 Euro zusätzlich zahlen müssen, als zum Beispiel einmalige Teilnahmegebühr. Was muss ich zahlen, um 10 Lose zu kaufen? Das ist das Beispiel eigentlich nochmal in Worte verfasst. Und 5 mal 10 ausgerechnet ergibt 50 plus die 3 Euro und wir kommen auf 53. Und du erkennst sehr gut, dass t hier die Variable ist und je höher das t ist, desto höher sind auch die Gesamtkosten. Wir machen dann gleich mit anderen Beispielen weiter und ja, bis dann.